Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit einem Kickstarter, der bei mir eingetroffen ist, nämlich endlich Shogun no Katana. Ein Spiel von Placentia Games, Postscriptum, welches ich auf Kickstarter unterstützt habe. Man sieht auch hier, es gab dazu ja das deutsche Übersetzungsdeck oder Set sozusagen. Wir haben die Regeln, wir haben hier Zusatzregeln für Promo-Plättchen. Das wurde einfach beigelegt, denn das Spielmaterial selber, werden wir gleich sehen, ist sprachneutral. Und so kann man das eben dann auf Deutsch spielen. Denn wie man schon ein bisschen erkennen kann, geht es halt hier darum, ja, ein Schwertmeister wollen wir nicht werden, sondern wir wollen Schwerter schmieden, nämlich Katana schmieden. Und dazu müssen wir Ressourcen sammeln und müssen versuchen, eben möglichst das beste und schönste Schwert zu schmieden. Und schönes Thema. Schöne Gestaltung, was man sehen konnte. Regeln klangen spannend. Ja, und mit euch zusammen möchte ich jetzt einfach mal reinschauen, was bei Shogun no Katana alles dabei ist. So, erstmal müssen wir hier auch wieder diesen Schuber entfernen, der hier in dieser Kickstarter-Version auch nicht dabei ist. Ich brauche das ehrlich gesagt nicht unbedingt. Soll sicherlich was Besonderes sein, aber ist natürlich völlig irrelevant für den Rest. Naja, hier sehen wir das richtige, ich denke mal auch Retail-Box-Cover. Und hier kann man natürlich auch besser erkennen, worum es geht. Wir schmieden halt Katanas. Ja, und dann schauen wir mal in die volle Box rein. Und da haben wir gleich als erstes hier das Spielbrett. Und das versuche ich jetzt hier mal halbwegs auszubreiten. Und dann sehen wir hier das Spielbrett. Wir sehen ringsrum eine umlaufende Siegpunkteleiste. Und wir haben in der Mitte ja verschiedene Bereiche, Einsatzbereiche, Aktionsbereiche, die dann auch, ja, auch Möglichkeiten haben für Plättchen, für Karten, für andere Marker und die wir halt nutzen, um unsere Aktionen zu nutzen, Ressourcen zu sammeln etc., um am Ende ja das schönste Katana zu machen. Hinten drauf ist hier eine Illustration, ja, ganz nett, nichts Überwältigendes. Dann haben wir, sehen wir schon mal hier, der Transport war trotz gut eingepackter Box, hat es ein bisschen gelitten hier unten. Stört mich hier persönlich nicht so viel, solange das Spielmaterial okay ist. Aber dass natürlich jetzt hier die Ecke schon mal offen ist, jetzt nicht so toll. Mal sehen, werde ich vielleicht ein bisschen kleben. Dann haben wir hier einen Stanzbogen und da sieht man schon wirklich die sehr schönen Illustrationen. Das sind bestimmte Charaktere, ob das jetzt Aufgaben sind, Siegpunkte. Es könnte so ein Set-Collection-Mechanismus hier sein, wie das aussieht. Auch hier könnte es dann in einer bestimmten Art und Weise Punkte geben. Auch Marker für irgendeine Ressource, Sammeln von Ressourcen. Schwer zu sagen. Haben wir ja sicherlich Geld. Und hier haben wir weitere, ja, auch solche Plättchen, die irgendwie aufgedeckt werden und die sicherlich in irgendeiner Form unterschiedliche Boni oder Aktionen ermöglichen. Ja, auch ganz nett gemacht. Passt sicherlich dann auch zum Hintergrund des Spielbretts. Da haben wir weiteres Geld und verschiedene Marker. Das könnte für die unterschiedlichen Spielerfarben könnten das Marker sein. Dann hier weitere dieser Charaktere, die ich ja wirklich sehr, sehr hübsch gestaltet finde. Und die entweder bestimmte Boni bieten oder bestimmte Effekte oder Siegpunkte. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Ist jetzt auch schwer zu sagen. Dann haben wir hier die Spielertableaus, bevor wir zu dem ganz hübschen Insert kommen. Und zwar sind das einfach, wir haben so ein, ja, bisschen so ein Legebereich. 4x4 Felder, wo wir dann auch bestimmte Reihen haben, wo wir bestimmte Boni oder Aktionen nutzen können. Hier auch bestimmte Kosten, so wie es aussieht. Hier Spalte. Und ich glaube, wenn ich mich erinnere, auch das ist wieder eine ganze Weile her, legen wir halt irgendwie dadurch unser Schwert sozusagen zusammen und machen damit eben dann Punkte. Wie das genau wird, muss ich mir dann eben auch nochmal in den Regeln anschauen. Dann haben wir hier noch zusätzliche Tableaus für die vier Spielerinnen und Spieler, die auch nochmal bestimmte Felder, bestimmte Marker betreffen. Auch ganz schön hier so von oben getroffen. Ein japanisches Haus. Sieht auch sehr schick aus. Und dann sehen wir ja schon, da sieht man, dass es eben auch die Kickstarter-Variante wahrscheinlich ist. Einfach hier mit diesen Trays, die ja schon dabei sind. Die kann man dann eben auch rausnehmen. Und man sieht, hier haben wir dann eben auch schon Geld mit dabei. Das heißt, wir müssen ja nicht diese Papp
Geldmarker nehmen, sondern hier haben wir halt Münzen. Und ich muss sagen, die sehen schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall was, was hier ein bisschen Verstimmung sorgt. Ich bin da zwar immer ein bisschen schmerzfrei, ich möchte das Spiel spielen, aber na gut, wenn es dann irgendwie dabei war und ich glaube, ich habe da nicht irgendwie groß extra Geld bezahlt, dann nehme ich das natürlich gerne mit. Hier so die kleine Variante, das eine könnte 5 sein, das ist vielleicht 1er. Ja, und auch sehr cool, sieht man ja auch 1 steht drauf. Und ja, ist natürlich mal was anderes und trägt natürlich zum Flair des Spiels dabei, aber da kann man auch andere Marker hier mit reinpacken. Dann haben wir hier Charaktere. Das könnten die Charaktere sein, die auf diesen Marker, auf diesen Pappmarkern drauf waren. Das sind doch das Wir und das ist unsere Sonderfähigkeit. Könnte natürlich auch sein in irgendeiner Form. Auf jeden Fall haben wir zu denen ganz hübsche Miniaturen, wie ich finde. So, dann geht es weiter mit diversen anderen Miniaturen. Wir haben hier wahrscheinlich unsere Arbeiter, Leute, die wir einsetzen können. Und ja, das sieht ganz witzig aus. Und dass es ein bisschen unterschiedlich ist und schön gestaltet ist für jede der Spielerfarben, ist auch eine schöne Sache. Und das gibt es halt hier in Grün nochmal, in Gelb und in so einer Art Blau. Und da hat jeder Spieler und jede Spielerin entsprechend ihre eigene Marker. Dann haben wir hier Cubes, transparente Cubes, die auch mit Sicherheit in irgendeiner Form dann auf dem Spielbrett oder auf dem eigenen Tableau zum Einsatz kommen werden. Wir haben hier wahrscheinlich Siegpunkte-Marker und einen runden Marker, kann ich mir vorstellen, so wie das aussieht. Und dann haben wir noch weitere coole kleine Minis. Könnte auch ein Stadtspielermarker sein. Würde mich jetzt nicht wundern, was das dann ist. Ja, sieht auf jeden Fall wirklich hübsch aus. Diverse Zipbeutel ist immer ganz gut. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob am Ende der Gewinner das hier bekommt. Auf jeden Fall auch eine sehr coole, was man hier auch auf dem Sleeve gesehen hat von der Box, diese Halterung für das Katana und die Schwertscheide, wo das da reinkommt, auch sehr hochwertig gemacht, sehr schön. Weitere Cubes, das sind mit Sicherheit irgendwelche Ressourcen-Cubes, die wir halt im Spiel bekommen und einsetzen. Dann haben wir hier schon fertig diverse Plättchen und die werden wahrscheinlich auch auf unser eigenes Tableau, ich hole mir das mal gerade mal ran, hier wahrscheinlich reingelegt und werden dann durch Aktionen in irgendeiner Form genutzt. Ich weiß gar nicht, ob das immer dieselben sind. Beziehungsweise hier sieht es ja auch nach anderen Kosten aus. Wir gucken mal weiter hier. Also im Endeffekt wird es immer teurer. Man hat hier einfach andere Kosten, aber wahrscheinlich auch Siegpunkte, die man hier einsetzen kann. Und man muss dann hier unten wahrscheinlich, wie das aussieht, entsprechend dann diese passenden farbigen Cubes reinlegen, die entsprechend die Ressourcen darstellen, um diesen Teil des Katanas eben fertigzustellen. Und ja, auf diese Weise, denke ich mal, können wir dann ja so ein Katana irgendwie fertig machen. Würde ich jetzt so denken. Ob es dann so ist, muss man dann sehen. Aber dass diese Double Layer, diese Plättchen, wo die Ressourcen reinkommen, diese Aufgabenplättchen und was auch immer das sind, auch sehr schön gestaltet. Ja, und das, was wir dann noch haben, sind hier auch nochmal ein paar Plättchen, ein paar Sonderplättchen, wo auch solche Cubes-Ressourcen rein können. Sieht auch wie dieses Gestell aus, was wir aufbauen. Ob wir das dafür nutzen oder ob das ein Lager ist, schwer zu sagen. Und wir haben natürlich Karten. Und diese Karten, die schauen wir uns dann auch gleich nochmal genauer an. Und dann sehen wir hier, ja, das sind irgendwelche Ressourcen, Items, wie auch immer. Auf jeden Fall eine Menge Karten. Weil hier sieht man ja schon an der Rückseite, habe ich jetzt einfach hier weiter gescrollt oder weiter geguckt. Aber schauen wir mal rein. Hier sehen wir das mit dem Helm und dann sehen wir halt hier ja, bestimmte Kosten, 2, dann vielleicht bestimmte Ressourcen, die wir bekommen, bestimmte Aktionen eventuell, vielleicht auch hier eine Kosten, dass wir ein Holz und ein Geld abgeben müssen, um diese Aktion unten machen zu können.
Hier wiederum diese Suppe. Hier kann man es auch zu unterschiedlichen Dingen nutzen, für unterschiedliche Sachen nutzen. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall gibt es davon eine Menge, die alle mit diesem Helm drauf sind. Ja, und hier haben wir dann auch schon, sieht ein bisschen anders aus. Auch hier irgendwelche Kosten. Und dann kostet auch irgendwas vielleicht weniger. X-3 sind hier nochmal anders. Geld doppelt. Vielleicht bekommt man da irgendwie zusätzlich, hat man auch zusätzlich mal eine Möglichkeit, irgendwas zu verschieben auf dem eigenen Tableau von diesen Plättchen. Ha, also auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten, die ich jetzt gar nicht so einordnen kann. Bisschen Werbung für den Vertrieb oder für den Publisher. Dann hier Charakterplättchen, was auch immer die bedeuten. Ich schaue mal einfach hier rein und die bieten halt bestimmte Effekte. Okay. Dann haben wir hier das Startspielerplättchen, würde ich mal sagen. Ne? Also das sieht so aus. Dann haben wir hier, wenn ich irgendwas abwerfe, vielleicht, dass ich einen Bonus bekomme. Oder Siegpunkte halbiert nochmal in irgendeiner Form für irgendwas, was vielleicht nicht so gut lief. Hier vielleicht für ein fertiges Katana. 6 Siegpunkte, wenn ich am Spielende das fertige Katana habe. Könnte sein. Dann haben wir hier vielleicht so Aktionskarten. Aber auch wieder Siegpunkte. Ich denke mal, dass diese Blüten Siegpunkte darstellen. Und für jedes irgendwo am Spielbrett kriege ich einen Siegpunkt, maximal 12. Und hier auch für jede von unseren Leuten, die auf dem Spielfeld sind, insgesamt maximal 12. Für diese Plättchen auf unserem Tableau, wenn mindestens einmal eine Suppe dabei ist. Ja, also da ist einiges drin zu finden. Und da sind nochmal hier diese Plättchen, man vielleicht Ausrüstung bekommen kann oder nochmal besondere Aktionen. Schwer zu sagen. Und hier haben wir nochmal ganz lustige Karten, die irgendwie so einen unteren Bereich zeigen. Was auch immer das bedeutet, ob das vielleicht für den Solo-Modus ist vielleicht oder für einen Aufbau. Das zeigt auf jeden Fall das Spielertableau und bestimmte Bereiche, die hier markiert sind. Ja, schwer zu sagen. Aber es sieht schon mal auf jeden Fall sehr gut von der Qualität her aus. Und ja, ich freue mich drauf, Shogun no Katana dann auf den Tisch zu bringen. Ein interessantes Thema, schöne Gestaltung, die Illustration, schöne Miniaturen dabei, schöne Ausstattung, auch was die Trays und das Insert betrifft. Ja, ich freue mich drauf. Ihr könnt ja gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ihr das vielleicht auch auf Kickstarter unterstützt habt und wenn ihr vielleicht generell Kickstarter unterstützt, ob ihr da lieber die Deluxe-Variante nehmt, mit Münzen, mit besonderen Figuren oder wie auch immer, oder ob ihr da, wenn möglich, eben die normale Standard-Variante nehmt, mit Pappe und ohne Plastik. Das würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut, meinen Blog. Dort findet ihr eine Menge mehr Infos rund um Brettspiele, Reviews, Toplisten, Interviews und meinen Podcast findet ihr dort auch. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!